Herzlich willkommen zur 13. Folge Piandrons mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Du bist zu motiviert. Woran liegt das? Daran, dass ich Holz fäll und du, was weiß ich, durch die Basis läufst. Jo. Mit meinen Montagemaschinen. Ja. Lass dich einfach mal machen. Mach ich auch. Vielleicht solltest du mal, bevor du irgendwas aufbaust, auf so Crafting-Zeiten gucken und Verhältnisse. Ja. Ich habe jetzt halt gesehen, was, dass wir deutlich zu wenig Favorit haben, also brauche ich. Ja, liegt aber an Greif an und nicht an Crafting-Maschinen. Oi, vielen Dank für deinen Resub im 4. Monat. So der 4. Monat in Reihe.
Ach, komm schon. 14. Felix, bist du gerade im Chat drin? Hast du das gerade gesehen? Willst du ihn hauen? Nö. Warum nicht? Ach, es gibt schlimmere. Ich weiß nicht, weil ich glaube, irgendwie, das kam auch, oder ich vermute mal, dass auch eine Stimme von dir gekommen ist, oder? Von mir jetzt oder von Olli? Von Olli. Olli wohnt zu weit weg. Das lohnt sich nicht. Welche Stimme? Allein die Frage, du weißt genau, was ich meine. Zum Beispiel, ja. Felix, was machst du gerade? Sachen. Was für Sachen? Sachen, Sachen. Was für Sachen, Sachen, Sachen? Dinge. Welche? Ja, Sachen. Ja, welche? Rumschnitt in die Landschaft und Sachen angucken. Das, was ich am besten kann. Okay. Und dich arbeiten lassen. Nee. Ich mach mir gleich einen anderen Sagen. Oh, schnell den Wald hier ab und sage, Mensch, heute Nacht habe ich ganz schön allein hier weitergespielt, habe alles, ich habe den ganzen Holz hier besorgt und mache dann alles wieder aus. Fällt bloß irgendwann auf. Warum? Ja, potenziell so bei bestimmten Sachen. Weil die Frage ist, wie taucht es im Produktionsfenster auf? Wenn der Mod wieder draußen ist, müsste eigentlich das aus dem Produktionsfenster auch rausgehen. Müsste ich tatsächlich mal? Nein. Wie viel Holz hattest du jetzt gehabt? Gute Frage, nächste Frage. 7000. 7000, das ist die von mir. Dann müssten wir jetzt ja theoretisch noch 1500, 2000. Keine Ahnung, was du an Holz geholt hast, von daher. 1700, 2300, 2500 müsste ich jetzt reingeschmissen haben, insgesamt.
Dann fehlen noch 4000. Was hat der Stahl gekostet? 10, ne? 10 Platten zu einem Stahl. Stahl kostet 10 Platten, in 16 Sekunden werden zu einem Stahl, ja. 10 mal in 16 Sekunden. Das ist die normale Schmelzzeit, oder nicht? Also die Vanillaschmelzzeit müsste das sogar genau sein. Das ist ungefähr die dreifache Vanillaschmelzzeit. Ich glaube, 6 Sekunden sind Vanilla. Oder 7. Oi, du weißt es doch bestimmt. Oi, ich spiele doch mal Vanilla. Aber ich habe eigentlich gedacht, 6 Sekunden habe ich irgendwie im Kopf. Alter, guckt euch mal den Ping von Felix an. Grauenhaft viel zu hoch. 9er Ping. Könnt ihr fast meinen, er hat jetzt Internet. Deswegen wird man jetzt wahrscheinlich öfters Geschrei aus dem Nachbarzimmer hören. Nö, der zockt momentan nicht. Was ist denn da kaputt? Stahl braucht in Vanilla 5 Eisenplatten in 16 Sekunden. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was überhaupt 6 Sekunden Zeit braucht. Da gibt's eigentlich gar nichts. Rote Munition eventuell. Nee. Die sind gefühlt 16 Sekunden. Ich fällt mein Finger ab. Tu doch nicht so. Doch. Ich muss gleich mal zwischen den Folgen Tesafilm holen. Klebt dann einfach meine linke Maustaste fest. Und dann geht das deutlich einfacher. So, 30%. Was haben wir eben gehabt? Wie viel Prozent vor der Folge? Gute Frage, nächste Frage, keine Ahnung. Mal schauen, wie lange er braucht, bis er das Ende jetzt feststellt. Was soll ich feststellen? Dass deine Erweiterung so nicht funktioniert? Weil wir schon für eine Anlage, wenn sie durchgängig ihre Fungi-Sachen da rausgibt, zu wenig Pilze produzieren. Müssen wir noch ein paar mehr Pilze machen. Ja, gleich, Olli. Schau gleich mal.
Aber ich glaube, das ist im Endeffekt auch egal, weil jetzt ist eh ja, das flüssige Zeug hier wieder der, flüssige Glas wieder der. Ich weiß nicht, wie viel hast du da jetzt? 25, na gut, 200 Glasbild hat er ja. Das ist ja 10%. Weißt du, was das größte Problem ist, was ich sehe? Dass wir In im ja. Endeffekt, bis wir Logistik geforscht haben, so ungefähr immer für 20 bis 30 Minuten vermutlich bei jeder Forschung dann was zu tun haben. Mit Glück durch die Kohleverarbeitungsforschung ein bisschen mehr und dann wieder warten dürfen, bis die nächste Forschung durch ist. Ja, ich muss mal gucken. Ich rechne mal die Verhältnisse aus, dann nach der nächsten Aufnahmesession und dann gucken wir mal, ob wir ein Glaswork komplett voll powern können. Aber ich denke mal, es könnte unter Umständen schwierig werden. Aber weißt du was, das machen wir jetzt gleich mal hier. 200 durch 3. Das Ding braucht 66,6 Glas pro Sekunde. Heißt 33,3 Maschinen. Heißt 33,3 Maschinen. Davon abgesehen, dass aber eigentlich schon eine Produktion von zwei Glasbehältnissen in 4 Sekunden reicht. Ja, wobei ein Glas, zwei Glasbehältnisse in 8 Sekunden reicht. Inwiefern reicht? Unsere Montagemaschine hat ein Tempo von 0,5 und braucht 4 in 8 Sekunden. Das heißt, sie verbraucht momentan 1 in 4 Sekunden. Na gut, aber wir können ja hier oben noch eine nebensetzen und da noch eine nebensetzen. Also theoretisch können wir ja dann auf 3 gehen oder auf 2 oder 4 oder 8. Na gut, 8 wird ein bisschen eng. 33. Das Charcoal. will ich sehen, dass du da die ist nicht Charcoal. Ja, ist das Zeug. Ah, Koks. Da will ich sehen, dass du das zusammenbekommst, das Koks dafür. Ah, ich gucke gerade mal, was Koks bringt. Was Koks kostet. Nein, das war ein zu weit. Weißt du, was viel schlimmer ist? Dieses Nee. Favoga-E-Teil kostet einfach 100 Holz. Okay, alles abgebrochen, vergiss es. Zumindest bis zur nächsten Forschung. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall was machen. Bei dem Forschungsfaktor müssen wir uns was einfallen lassen. Das heißt aber, wenn man jetzt sagen würde, wir feuern 33 Glasworks, dann bräuchten wir 264 Moondrops. Wofür? Um das mit Ethen, nicht Ethen, ist das Ethen? Nein, Methan. Methan? Um das mit Methan zu versorgen. Wenn das das größte Problem ist, was du siehst, okay. Na, ich denke mal, das größere Problem wird sein, auch die Rohrkapazität dann. Hast du gerade Rohrkapazität gesagt? Ja, auf die Länge. Mich verarschen? Das viel größere Problem ist Quarz. Nö, Quarz glaube ich nicht. Ja, ist nur das ganze Feld schon fast ausgestattet mit Dingern. Und Warum dann haben da. wir noch ein relativ großes? Ja gut, dann fangen wir halt an, Fließbänder über die halbe Karte zu legen. Gut. Na wieso, wenn wir die Anlage von da unten nach hier verschieben, dann ist das ja da oben eigentlich relativ nah dran. Oder haben wir links auch noch Quarz? An die Quarz-Drops kommen wir nicht ran, ne? Ne, wo ist denn das gewesen? Wo hat man denn diese komischen Quarz? Sind direkt daneben.
Oh. Ach shit, kann man nicht reingucken. Aber dafür bräuchten wir irgendein anderes komisches Flüssigkeitszeug, ne? Ich glaube, dafür braucht man eine vollkommen andere Maschine. Da braucht man irgendwas mit einem Bohrkopf, glaube ich, aber keine Ahnung. Bohrkopf. Zumindest habe ich irgendwann bei, Mining Machines. keine Was Ahnung, ist was das gesehen. denn? Scrubber, Flotation, ah, Wettscrubber, Hydroklassifier, Elektrolyser, Casting, Leaching, Schmelzer, Automated Screener, Secondary Crusher Mixer. Heißt Mining Machines, aber es gibt keine Mining Maschine. Ach doch, da, Salzmine. Oh. Die Salzmine wird dafür aber vermutlich nicht sein. Aluminium-Processing. Ach, du ahnst es nicht, genau. Du brauchst die Mining Machines und dann hast du Aluminium, Chromium, Rohrkohle, Coke Processing. Da gibt es dann für jedes einzelne Erz eine einzelne Maschine. Ja, und für jedes einzelne Erz darfst du auch eine einzelne Flüssigkeit holen. Das ist dann ein zerkleinertes Quarz. Zerkleinertes Quarz? Nee, das ist was anderes. Das ist ein Backenbrecher. Wiederum was anderes. Also muss doch in eine Mining Maschine gehen. Mega Excavator for huge amount of materials. Ja, schön. Das wird noch witzig. Wenn du das so siehst. Ach, das ist das, was du meintest hier wahrscheinlich. Die Ausgrabung. Rohr, Keine Ahnung. Nixelit, Borax, Kupfer, Eisenerz, Quarzrohr. Ein Bohrkopf hergestellt in Bora. Und dann ein Bohrkopf, 300 Schmiermittel, 300 Kohlegas. Ach du Mann. Und dafür brauchst du dann schon Titanplatten. Doch klar. Ich meine, woraus willst du den Bohrkopf sonst herstellen? Ne, Titan. Also den Bohrkopf machst du nicht aus Titanplatten, den Bohrer machst du aus Titanplatten. War doch klar, woraus willst du den Bohrer sonst herstellen? Der muss ja halten. Wieso? Ein Bosch-Bohrer ist auch aus Plastik. Ja, was juckt mich ein Bosch-Bohrer? Bosch-Bohrer, wer benutzt schon Bosch-Bohrer? Ja, ich nicht, aber das ist was anderes. Meine Güte, wer hat hier eigentlich feste Rohrverbindung zwischen seine Anlagen gesetzt? Das kannst nur du gewesen sein. Ja, stimmt, ich hatte ja auch so viel mit dem Anlagenraum zu tun, ne? Außerdem, da ist doch gar keine Dings. Da wollte ich auch nicht durchlaufen. Ich wollte zwischen der Maschine, die Kohlegas unten im Endeffekt herstellt, aus Koks und Asche draus macht, wollte ich eigentlich zwischendurch laufen. Aber es hat irgendwie nicht so 100% funktioniert. Ach so, ja gut, das ist natürlich Dein Problem, ne? grundsätzlich erstmal dein Problem, ja. Ich muss noch mal was aus. Nee, auch wenn ich das mache, kriege ich Ärger. Was willst du denn Tolles machen? Wenn du, jetzt sag ich mal, Kupfererz Wenn ich Kupfererz, ja. in den Brenner reinschmeißt, dann kommt ja auch Asche raus, ne? Soweit so richtig, glaube ich, ja. Wie viel Asche haben wir jetzt da unten? Reicht das erstmal? Schwierig.
Ach, ich habe schon Void Loop gefunden. Glaube ich. Was hast du gefunden? Ne Loop. Wo? Ne verunreinigte Asche. Glaube ich. Okay. Erzähl doch. Holz. Haben wir nicht, vergiss es. Also, ganz normales Holz. Ja, noch können wir es sowieso nicht benutzen, weil das alles erst bei Kohleverarbeitung, glaube ich, kommt. Ja. Wir brauchen halt den Brenner im Endeffekt. Warte, der Brenner müsste irgendwo da kommen, die Richtung. Holz. Okay, der Brenner kostet auch nochmal 2000 Flaschen, aber der 4000 Flaschen. Aber der kommt nach Kohleverarbeitung, theoretisch. Und mit dem Brenner können wir aus Holzkisten Asche machen. Und Holz. Aus Holzkisten? Ja, Holz ging zumindest nicht. Zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte. Ja, also aus 5 Holzkisten ein Asche, ja. Prozentual gerechnet, ja. Genau. Das heißt im Endeffekt 10 Holz. Das heißt 2 Baumstämme. Das heißt, Und wie viel kannst du aus einer Asche? Keine Ahnung, aber es wird deutlich mehr sein gefühlt, als deine Anlage jetzt gerade an Asche produziert gefühlt. Ja gut, weil da jetzt noch nicht die Verhältnisse sind. Ich müsste theoretisch, keine Ahnung, für eine Aschemaschine bräuchte ich, ich glaube, 4 Koksanlagen und die bräuchten dann auch wieder 9 Kohleanlagen. Irgendwie sowas war das. Ich habe es noch nicht ganz genau ausgerechnet. Deswegen will ich da dann... Das sieht fast eher nach 2 Anlagen, die Kohle verarbeiten, zu Koks aus, so ungefähr. 2 bis 3. Ja, aber das Problem ist halt, von Kohle, oder beziehungsweise von roher Kohle zu Koks, hast du ein ganz komisches Verhältnis. Du hast bei allen ein komisches Verhältnis. Weil Kohle, beziehungsweise Raw Kohle zu Kohle zu machen, dauert 2 Sekunden. Dann aus Kohle Koks zu machen, dauert auf einmal dann 3. Und aus Koks Asche zu machen, dauert dann auf einmal 5. Und da hast du auch noch tolle Zahlen, die da rauskommen. Richtig, dann hast du nämlich noch 6er Zahlen. Und dann steht es mich ganz blöd da. Das ist halt das Problem. Aber das ist dann das, was ich jetzt als nächstes umbauen werde, dass ich die Anlage hier vernünftig mache, weil wir brauchen ja dann den, wenn wir, ich weiß nicht, wollten wir die Glasworks umbauen? Auf eine volle Anlage? Ich weiß nicht, wie du das bewerkstelligen willst, halt wie gesagt. Ja, inwiefern bewerkstelligen? Ja, ressourcenmäßig. Ja, müssen wir halt ranschaffen. Ich meine, da oben kriegen wir mit Sicherheit 3, 6, 9, 12, 15, 16, ich denke mal 18 Miner kriegen wir da mit Sicherheit oben drauf. Das, ja, das, man muss noch mal gucken. Müsste man halt mal genau ausrechnen, aber ich denke mal, dann sind das mit Sicherheit doppelt oder dreifach so viele Destillationsapparate, um da auf ein vernünftiges Verhältnis zu kommen. Ja, und einmal über der halben Karte Moondrops verteilt. Schön. Nö, unten hast du ja schon. Du brauchst ja nur hier oben. Ich sag mal, wenn man hier eine Reihe runtersetzt und da eine Reihe rübersetzt. Die Moondrops, die aber jetzt da stehen, reichen nicht aus an die Anlagen, die da stehen, nicht zu versorgen. Das ist dir bewusst, ne? Das Methan sinkt immer weiter in den Glassworks. Na gut, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 8, 48 bräuchte man davon. Ja, und wir haben 27. Ja, im Endeffekt ist es ja auch egal. Weil ich muss jetzt eh den einen, ach nee, Quatsch, den einen habe ich ja umgestellt jetzt schon auf Teer, weil wir zu viel Teer hatten. Aber jetzt haben wir sogar noch ein bisschen zu viel, ja, jetzt haben wir wieder zu viel Kohlegas. Das heißt, es muss jetzt noch einer umgestellt werden auf Kohlegas. Dann sind es nur 32.
Aber wie gesagt, und dann halt einmal. Ich denke mal, ich fange mit der Anlage hier an. Wo ist denn. Wenn man nämlich die Anlage. Obwohl, die haben so viel Umweltverschmutzung, ne? Das hat alles super viel Umweltverschmutzung und du berechnest den Punkt Strom immer noch nicht. Oder bedenkst den Punkt Strom immer noch nicht. Weil das ist alles so ein dezenter Teufelskreislauf. Ja, allein gut, die 27 Moondrops verbrauchen 4,2 Megawatt. Was haben die? 155 Kilowatt. Und im Endeffekt gleichen die eine Anlage aus. Das heißt, 1,8 Gigawatt kannst du durch einen Moondrop erzeugen, mehr oder weniger. Ticken mehr, 1,9 oder so. Vom Strom jetzt, ja. Naja, von der Umweltverschmutzung sozusagen. Ein Moondrop gibt dir die Umweltverschmutzung, die ein Heizkessel grob erzeugt. Und dann hast du minus 5 halt im Endeffekt. Und dahinter passen halt zwei Dampfmaschinen, die theoretisch gesehen voll arbeiten können, die halt dann 1,8 Megawatt hätten. Wie macht der 35, ne? Der macht 35 weg, der Moondrop. Okay, ein Moondrop würde zum Beispiel 583 Destillationsapparate. Die Destillationsapparate sind mir scheißegal, der Strom ist bloß das Schlimme. Naja, gut. Vor allem, weil das Problem ist, dass wir hinter dem Strom müssen wir eine riesen Wand von den Teilen aufstellen, im Endeffekt. Die eigentlich doppelt sogar sein muss, weil die halt von der Breite her halt so groß sind wie drei Heizkessel nebeneinander. Und wenn du die Umweltverschmutzung, die die erzeugen, abfangen willst in die Richtung, dann darfst du da halt dezent viel hinterstellen. Ja gut, es muss nicht alles abgefangen werden, aber es sollte schon... Es muss eigentlich alles abgefangen werden, an der Ecke zumindest. Ja, solange wie wir nicht vernünftig kämpfen können. Ja, und wir werden vermutlich verhältnismäßig nie vernünftig kämpfen können, weil wir zu jedem Zeit des Spiels gegen deutlich stärkere Viecher kämpfen werden im Vergleich zu dem, was wir haben. Na gut, aber solange wie die keine Dings fressen, breiten sie sich auch nicht aus, oder? Doch. Es gibt einen Punkt im Code, der mit Spielzeit verrechnet wird. Sonst hätte sich das eine Nest, was hier vorne war, ja nicht evolviert zu dem mittelgroßen oder Quatsch, weiß ich was das war, das sich angeknabbert hat. Da war nämlich nie Pollution dran. Okay. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was der Zeitfaktor ist, aber die evolvieren sich auch mit Zeit. Aber den Faktor kann man halt beim Spiel einstellen, aber ich weiß nicht, was der Vanilla-mäßig ist. Warte mal, kann man da mal reingucken? Aber das sind Sachen, die du dir in der nächsten Folge angucken darfst. Jo, alles da. Haut rein. Das Wachstum geht nach der...